paper chase now. So. Moin, moin, ihr Landratten. Wie mein Kollege so schön sagt. Und willkommen auf einer kleinen Nachttour. Es ist jetzt 1 Uhr nachts. Irgendwie habe ich nachts immer richtiges Ampelpech. Alles dreht für mich auf Rot um. Gibt es da nicht so eine Schaltzentrale? Bestimmt sitzt da der Schaltzentralen-Typ hier an den Kameras, verfolgt mich, weil er nachts sowieso nichts zu tun hat und schaltet die Ampel extra für mich auf Rot. Jetzt kommt Blackout. Rot, Rot, Rot. Aber das ist auf jeden Fall typisch deutsch. Also wirklich, das ist, ich glaube, das ist, wenn Leute mich im Ausland fragen, was ist das Deutscheste, was ist typisch deutsch, nach Mitternacht an roten Ampeln warten. Also es gibt wirklich kaum ein Land der Welt, wo die Leute bei einer roten Ampel warten, wenn kein Verkehr da ist. Also beziehungsweise weiß ich nicht von so vielen Orten. Andere Länder, ich habe das mal einem indischen Kollegen erzählt, der hat sich totgelacht. Wie? Da, ihr haltet an der roten Ampel an, obwohl da niemand ist? Der konnte das gar nicht glauben. Das hat für ihn überhaupt keinen Sinn gemacht. Ja, wenn nichts ist, dann kannst du auch losfahren. Fahr doch einfach. Bei denen ist nur erst gucken Verkehr, ist Verkehr da? Zweitens, ist die Polizei da? Nein, dann drüber. Ey! Das kann nicht sein! Was ist das? Jede Ampel. Ich sehe da vorne doch schon wieder eine rote Ampel. Ey, heute, ich bin verflucht. Natürlich rot. Wer hätte es anders denken können? Und da vorne schon wieder eine rote. Ey, ich hab keinen Bock mehr. Da ist irgendwie böser Zauber oder so drauf. Ich höre jetzt auf zu vloggen hier. Zu viele rote Ampeln, das macht doch keinen Spaß. Checkt auf jeden Fall meine Bike-Pawns aus, die ich gemacht habe. Hier unten, bam, 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 haue ich euch in die Endcard. Wenn ihr Bock habt, liked. Vorschläge, konstruktive Kritik nehme ich gerne entgegen. Und dann euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Ey, hier gibt es noch ein kurzes Extra. Eine rote Ampel. Hatten wir heute noch nicht, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Jetzt ist aber Schluss.